Moin und Weidmannszeit zu einer neuen Folge von Wir Jäger in Niedersachsen. Wir sind heute in der wunderschönen Wedemark zu Gast bei Berufsjäger Immo Ortlepp, der hauptberuflich eine Jagdschule ausbildet und nebenberuflich auch noch verwaiste Wildtiere großzieht. Unter anderem ist er so zu seiner Fährtensau Frieda gekommen, mit der er Gesundfährten für die Hunde zur Schweißprüfung legt. Darüber erfahren wir gleich noch mehr, aber Immo, jetzt erzähl uns erstmal, wie du zu Harry gekommen bist. Ja, Harry ist ein Findelkind, war einen Tag alt, frisch gesetzt, die Mutter ist von Wölfen vertrieben. Die Alttiere sind dann nicht wiedergekommen und so bin ich an ein ganz kleines Kalb gekommen und habe ihn dann frühzeitig kastrieren lassen, deswegen hat er kein Geweih. Und so habe ich jetzt diesen Hirsch als ständigen Begleiter hier, der für Kindergärten, Schulklassen und auch für die Jagdscheinausbildung tolle Dienste leistet und jeder darf mal einen Hirsch streicheln. Also du machst viel Öffentlichkeitsarbeit? Ja, sehr viel. Mit Kindergärten, Schulklassen, Behindertengruppen, alles was so anliegt. Okay. Und was hast du noch für Tiere hier? Ich habe noch Wildschweine und ich habe Frettchen und Marder und Greifvögel und also eine ganze Menge Tiere, die eben gefunden werden. Wildtiere, die dann eben gesund gepflegt werden müssen. Ja, und das gehört eben zur Hege mit dazu. Alles klar. Dann bin ich ja schon mal gespannt, was Frieda heute mit uns macht. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Mal sehen, wie sie heute drauf ist. Gut, dann schauen wir mal nach ihr. Gut. Tschüss, Harry. Okay, Frieda ist jetzt wie alt? Ja, Frieda ist jetzt im 7. Lebensjahr. Eine sehr kleine Sau. Dadurch, dass sie eben als Bache schon als Frischling ganz klein war, lässt sie sich gut führen und ein bisschen legt sie natürlich noch zu, denn Schwarzwild wächst bis zum 9. Lebensjahr und das erreichen ja die meisten gar nicht, weil sie dann als dreijährige Butcher schon totgeschossen werden. Aber Frieda hat noch einiges vor sich. So ist gut. Bleib hier. Ist Frieda brav? Darf man Frieda streicheln? Ja, Frieda darf man streicheln. Wie bist du zu Frieda gekommen? Frieda ist auch ein Findelkind, ist hier abgegeben worden, großgezogen. Und hat sich dann eben als besonders brav und lieb gezeigt. Dazu kommt, dass sie eben von kleinerem Wuchs ist. Und da habe ich gesagt, das ist die ideale Sau für eine Fährtensau. Jetzt erzähl mal, wieso ist eine Fährtensau, wieso ist die Gesundfährte so wichtig? Ja, das ist also bei den Schweißhunden. Die haben als Vorprüfung die Fährtentreue auf der Gesundfährte. Der soll der Hund eben beweisen, dass er nicht nur der Schweißfährte folgt, sondern auch auf Kommando eben einer Gesundfährte. Und so wird eben bei den Schweißhunden, beim hannoverschen und auch beim bayerischen Gebirgsschweißhund, die Gesundfährte als Vorprüfung geprüft. Und dieses kann eine beobachtete Fährte sein. Das ist natürlich immer ein bisschen ungewiss, weil man ja meistens nicht so weit beobachten kann. Und da ist natürlich die geführte Sau das Idealste. Schön. Gut. Ja. Und wie das jetzt im Einzelnen abläuft und wie Frieda ausgebildet wird, das kriegen wir jetzt gleich. Das schauen wir uns jetzt an. Oh. Frieda, komm mal her. Gib mir mal die Leine her. Ja. Und wie geht's jetzt los? So, ja, wir sind jetzt hier. Hier soll der Anschuss sein. Das heißt, sie kriegt gleich das Kommando, mach mal einen Anschuss. Und dann bricht sie eigentlich den Boden so ein bisschen auf, sodass man dem Hundeführer dann zeigen kann, mach mal einen Anschuss, komm. Hier einen schönen Anschuss, komm. Hier, komm. Oh, mach einen schönen Anschuss, komm. Das, mach mal einen Anschuss hier. Ja, so ist schön. Mach mal auf. Mach auf, ja. Such, such. Mach einen Anschuss. Ja, so ist schön. Noch mehr. Komm, noch mehr. Los. Ja, mach mal. Ja, komm, dreh dich ein bisschen, so dass hier richtig intensive Witterung vom Schwein ist und da kommt dann der Anschussbruch hin und da wird nachher der Hund angesetzt. Ja, so ist richtig schön. Mach noch mehr, komm. Ja, und los, komm mit, komm. Mädchen, komm, so ist fein. So, jetzt geht's los auf die Fährte, komm. Hopp, gleich hier rüber, hopp. So, wenn wir jetzt hier stehen bleiben, dann bricht sie ein wenig. Das gibt dann so Verweiserpunkte, also auf Bodenverwundungen, die Hunde anzeigen sollen.
Und das ist eben auch für die richtige Nachsuche ja wichtig, dass die Hunde den Führer darauf hinweisen, dass hier etwas ist. Ja. So können es Bodenverwundungen sein, es kann Schweiß sein, das kann auch mal hoch abgestreift sein an den Brombeeren oder an den Büschen. Apropos abstreifen, wie machst du das? Du legst ja auch Krankpferden mit Führer. Ja, wenn wir Krankpferden legen, hier sieht man jetzt, wie schön, wie sie den Boden aufmacht gerade. Mach mal ein Wundbett, ja fein, mach mal ein Wundbett. So, dann legt sie sich da rein und dann mehr Witterung kann der Boden gar nicht haben. Und das müssen die Hunde natürlich eindeutig anzeigen. Ja. So, es ist fein, mein Schweinchen. Feines Wundbett, ja, so ist gut. So, und das ist natürlich rein optisch schon sichtbar und auch dann eben für den Hund mit der Nase wahrnehmbar. Wenn wir Krankpferden legen, dann spritze ich ihr Schwarzwildschweiß ans Blatt oben und dann läuft das in dem Vorderlauf runter und macht dann eben eine ganz normale, ganz sachte, feine Schweißfährte mit sehr wenig Schweiß. Authentischer geht's nicht. Richtig. So, jetzt wollen wir aber weiter. Komm. Komm her, wir wollen noch ein paar hundert Meter schaffen. So. So, und ab und zu mal geht's dann auch mitten durch den Ilex. Das ist zwar ein bisschen unangenehm, aber die Hunde müssen das lernen, dass sie auch durch Brombeeren und Ilex durchgehen, wenn da die kranke Sau durchgegangen ist. Das stimmt. Hopp. Komm her. Was willst du schon wieder? Ja, mach ein Wundbett. So ist schön. Ja, mach ein Wundbett. Oh, fein. Wie lang muss diese Fährte sein für die Vorprüfung? 1000 Meter. 1000 Meter. Und wie viele Wundbetten müssen da drin sein? Es müssen gar keine sein. Aber jedes Wundbett hilft dem Hund und dem Herrn, weil er sieht, ich bin richtig. Und es gibt Verweiserpunkte und die Prüfer sind dann natürlich zufrieden, wenn die Hunde alles anzeigen. Außerdem nimmt das auch so ein bisschen die Geschwindigkeit aus der Fährte. Sehr oft wird die Fährtenarbeit zu schnell gemacht. Das heißt also, wenn der Hund sich mit mal festsaugt, dann rennt Herrchen oder Frauchen hinterher. Größte Fehler, den es gibt. Umso schneller der Hund wird, umso langsamer wird der Führer. Denn sobald wir rennen, sehen wir keinen Schweiß, wir sehen keine Bodenverwundung, keine Fährten, gar nichts mehr. Und das ist natürlich etwas, das ist wieder ein Punkt, da bleibt der Hundeführer mit deinem Hund stehen, kann seinen Hund loben, das hast du gut gemacht, so und nun langsam weiter. Und dadurch haben wir Etappen und auch wenn der etwas lebensältere Yachtherr hinten dran mitgeht, dann kriegt er keinen Herzklabaster. Ne? Denn sonst hat man zwei Probleme, da vorne eine nicht gefundene Sau und da hinten ein Yachtherrn mit Herzklabaster. So, komm. Ja, fein. Komm mit. Wir gehen hier mal durch. Komm her. Jetzt haben Sauen ja eine sehr gute Nase. Ja. Trüffel, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist ja in Deutschland leider verboten, Trüffelsuche. Aber für welche Zwecke setzt du Frieda denn noch ein? Ja, wir haben also einmal einen ganz eigentümlichen Einsatz gehabt in Mellendorf im Gymnasium. Da gab es Probleme mit Drogen. Ja. Und da rief mich der Direktor an, ob ich nicht mit meiner Sau mal vorbeikommen könnte. Und ich sagte ihm dann gleich, dass also dieses Schwein nicht auf Drogen ausgebildet ist. Da sagte er, das macht nichts. Und dann sind wir Angst genug. Da sind wir hingefahren. Und dann sollten wir in der Pause auf dem Schulhof einfach nur hin und her gehen. Und der Direktor hatte vorher seine Lehrer rund um die Schule verteilt. Und alle die ganz panisch in dieser Pause die Schule verlassen haben, die wurden gekascht. Denn das waren die irgendwas in der Tasche hatten oder nach Drogen rochen. Und so haben sie da also 4 oder 5 Dealer tatsächlich erwischen können. Okay. Also auch eine erfolgreich eingesetzte Drogensau. Genau. Also da hat sie auch schon Erfahrung gemacht. So, wollen wir weiter? Jetzt hat sie gerade was anderes in der Nase. Wahrscheinlich andere Schweine, die da irgendwo sind, die der Wind jetzt rüber. Oder die Rinder da hinten? Ja, die Rinder interessieren sie eigentlich nicht so. Meistens sind es andere Schweinchen. Kriegt sie denn manchmal Besuch von anderen Schwarzwild? Ja, das ist ganz witzig. Die Fährten, die wir laufen, die laufen dann sehr oft in der Nacht drauf, die Schweine. Weil sie sagen, wenn da eine Sau langgelaufen ist, muss es ja da irgendwo was zu fressen geben. Und dann laufen sie hinterher. Oder vielleicht hat Frieda einfach nur einen Verehrer. Das könnte auch sein, ja.
So, dann gehen wir mal weiter, komm. Fein, komm. Komm wie viele Bögen müssen denn auf 1000 Meter sein? Also auf 1000 Meter mindestens zwei scharfe Winkel. Ja. Einen machen wir jetzt. Und das ist hier ganz schön, hier kann ich das dem Hundeführer gut beschreiben. Da, wo der Baum schräg auf dem Weg liegt, da geht es dann links ab. Der darf das vorher wissen? Der Hundeführer, ja. Er soll ja lernen, seinen Hund lesen zu können. Und wenn dann der Hund drüber weggeht, dann weiß er, ab dem Baum ist der Hund falsch. Mhm. Und so kann er direkt den Hund ansprechen, wenn er die Fährte verlässt. Denn das ist ja das, was wir dem Hund klar machen müssen, dass wir eigentlich viel besser die Fährte lesen als er selber. Und sobald er versucht, Herrchen zu täuschen, weiß Frauchen das. Also diese ganze Gesundfährten-Geschichte dient auch dazu, den Hund lesen zu lernen. Richtig, natürlich, logisch. Jetzt löst sie sich, da hinterlässt sie natürlich jetzt einen ganz tollen Verweiserpunkt. Nun, jawohl. Einige Hunde nehmen das sofort auf, wenn sie hierher kommen. Und andere verweisen es. Aber einfach dran vorbeigehen, das darf nicht passieren. Ne? Gibt es auch ein Kommando, Frieda Verweis? Nee. Aber das ist zum Beispiel etwas, was man bei einer getretenen Fährte schlecht machen kann. Das stimmt. Perfekt. Frieda ist ein gutes Mädchen. So, ist fein, komm. Weiter geht's. Komm, jetzt geht's auch leichter, komm. So, ist fein. Jetzt muss Frieda mal zeigen, wie sportlich sie ist. Ja, und dann, wenn sie jetzt mit dem Bauch den Stamm berührt, dann hinterlässt sie natürlich einen schönen hohen Verweiserpunkt. Komm mal, hopp. Ah, ohne zu berühren. Sehr schön. Wie lange müssen wir denn warten, bis wir den Hund ansetzen? Also die Gesundfährten stehen 24 Stunden, also es muss eine Übernachtfährte sein. Das ist seit letztem Jahr prüfungsordnungsmäßig vorgeschrieben. Früher war es so, dass also 3, 4, 5 Stunden die Fährte stand. Jetzt ist es eine Übernachtfährte. Und das ist natürlich dann noch ein wenig anspruchsvoller, weil dann natürlich in der Nacht noch eine ganze Menge Rehwild und anderes Wild über die Fährte drüber wegwechselt. Und es geht eben darum, dass der Hund die Individualfährte arbeitet und dass der Führer lernt, den Hund zu lesen. Ja. Also man sieht gerade hier, hier gibt es eine ganze Menge freies Schwarzwild. Oftmals, dass auf der Fährte gebrochen worden ist und trotzdem die Hunde arbeiten ganz sauber die Fährte von der Sau, die sie suchen sollen. Wie weit fährst du denn mit Frieda? Die Leute kommen ja nicht alle hierher. Nein, wir machen also die Fährten in ganz Niedersachsen. Dazu wird sie dann im Pferdehänger verladen und dann geht's los. Und das macht sie so mit? Das macht sie mit, ja. Sie weiß ja dann, wenn sie rauskommt und der Pferdehänger steht da, jawohl, wir gehen wieder spazieren. Und dadurch lernt man dann ja auch schönen neuen Wald kennen mit Eicheln und Bucheckern und was nicht alles. Und das macht sie eigentlich immer sehr gerne. Und wie oft seid ihr unterwegs? Na ja, so einmal die Woche kann man so schon fast sagen, ja. Okay. Oh, noch ein Wundbett, oh. Oh. Ja, müde Schwein. Hui. Ja. Hat Frieda auch schon mal seltsame Sachen gefunden im Wald? Nee. Das hat sie noch nicht gemacht. Irgendwelche Leichenteile oder sonstiges. Nee. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Warum ist jetzt der Wechsel von Wald auf Feld so wichtig und so schwierig für die Hunde? Ja, also für die Hunde ist das Verlassen der Deckung und dann auf dem freien Feld weiterzusuchen eine große Schwierigkeit, weil das auch dem Wild nur selten entspricht. Das Wild bleibt meistens, wenn es krank ist, in der Deckung. Und der Untergrund ist jetzt hier ein ganz anderer. Die Bodenverwundungen sind andere und dadurch haben die Hunde dabei große Probleme. Wenn es vom Freien ins Bewaldete geht, überhaupt nicht. Aber vom Bewaldeten aufs freie Feld ist immer recht schwierig. Und da müssen die Hunde dann durch. Sie müssen es ja lernen. So, lauf. So ist fein. So ist fein, komm. So. Worauf muss man jetzt beim Gehen achten mit der Sau? Ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt
so einen seitlichen Abstand haben. Das ist sehr schön. Dann kann man genau sehen, was der Hund arbeitet, ob die menschliche Spur oder die des Schweines. Und das geht natürlich im Wald meistens nicht so gut, weil dann eben Bäume dazwischen sind. Aber im freien Feld kann man das sehr schön kontrollieren. Ja, war das jetzt Wildschaden oder Wundbett, was Sie machen wollten? Nein, das war ganz einfach gucken, ob da noch eine Tipula-Larve unten drin ist, die man noch schnell mitnehmen könnte. So, komm her, hier. Hier, komm her, hier. Komm her, komm. Ah, hier. Ja, so ist brav. So, stopp. So, jetzt hast du die nächste Schwierigkeit eingebaut. Ja, hier ist also eine Asphaltstraße. Asphalt gibt natürlich nicht nach unter den Schaleneindrücken. Das ist für die Hunde auch ein großer Schwierigkeitspunkt, wenn sie Straßen kreuzen, aber eben es sind dann andere Gerüche, die die Hunde suchen müssen. Hier gibt es natürlich intensiven Abrieb von den Schalen. Mhm. Also das Horn, das riechen sie ja auch. Und von daher muss auch das geübt werden. In diesem Falle ist es so, dass die Fährte hier am Gehege gleich zu Ende ist. Und da achtet natürlich kein Hund mehr auf Horn auf der Asphaltstraße, sondern hier ist die Luft dann voll von Schwarzwild. Und dann wird Herrchen gewarnt. Achtung, da vorne geht es gleich los. Und dann kommt der Führer durch die Hecke und dann sieht der Hund die Sau schon und ist schon meistens vehement. Und dann kann man den Hund schnallen, sodass er dann frei das Schwein verbellen kann. Das macht Frieda auch großen Spaß. Wie reagiert sie denn, wenn sie da verbellen wird und angegriffen wird? Das werden wir nachher sehen, wenn die Pferde arbeiten. Sie freut sich darüber, wenn die Hunde kommen und spielt mit denen. Und ganz wichtig ist dann eben noch das Abrufen von der Sau, dass der Führer sich dann, wenn der Hund gut laut gibt, sich wieder entfernt von seinem Hund und der Sau und dann die Sau ruft, den Hund abruft und der Hund dann auch kommt, dann wird er kurz gelobt und wieder hingeschickt, dass er weiß, er muss gehorchen, aber er darf dann wieder hin zur Sau. In diesem Moment, den brauchen wir, wenn wir einen Fangschuss geben wollen. Dann muss nämlich der Hund beim Herrn sein und darf nicht an der Sau sein. Denn wenn der da rumspringt, dann kann kein Mensch so vorsichtig sein, dass er nicht vielleicht doch den Hund trifft. Deswegen ist das lebenswichtig für den Hund, das Abrufen von der Sau, dass er das beherrscht. Ja. So, jetzt hat Frieda noch eine Erfrischung. Genau, sie ist in ihrer wohlverdienten Feierabendsuhle. Ich weiß, normalerweise warten wir jetzt 24 Stunden oder würden 24 Stunden warten, bis wir den Hund ansetzen. Genau. So viel Zeit haben wir leider nicht, insofern machen wir die jetzt Pferde mal gleich und werden sehen, dass die frische Pferde genauso gearbeitet wird wie eine abgestanden. Gut, auf geht's. So, wir stehen jetzt hier mit Isa und ihrer einjährigen Wachtelhündin Wespe, die schon ganz genau weiß, was losgeht, und sie wird jetzt angesetzt. Normalerweise muss der Hund jetzt hier wirklich vehement laut geben und an die Sau rangehen. Die Sau selber findet das ganz toll. Die hat also nicht etwa Angst vor den Hunden, wie einige glauben, sondern der Sau macht das richtig Spaß. Denn sie könnte sich ja jetzt auch irgendwo hinten verstecken. Aber sie nimmt im Augenblick wenig Notiz von dem Hund, weil sie den auch kennt. Ja. Aber eben normalerweise ist hier richtig Remi-Demi, dass die Hunde laut verbellen. Und die, die es eben nicht machen, die müssen es dann noch ein bisschen üben. Und dann kommen die noch mal wieder. Und so kriegt man dann eben auch diesen Sichtlaut und Standlaut an der Sau gut hin. Schön. Bitte. Vielen Dank, lieber Immo, für deine wirklich witzigen Eindrücke, für diese interessante und wichtige Arbeit an und mit der Fährtensau, Frieda. Und ich glaube, wir holen dir jetzt noch mal ein bisschen Mais zur Belohnung. Jawohl. Horrido. Horrido.